Urbanität ist mehr als Stadtplanung. Das ist das Motto des Vereins Lebensraum Wels, eine private Welser Initiative. Obmann Dr. Martin Stieger erklärt die Motive für die Gründung dieses Vereins und dessen Vorhaben. Lebensraum Wels ist eine Initiative von Privaten. Wir sind völlig unabhängig und finanzieren uns auch selbst über Mitgliedsbeiträge. Wir haben uns gedacht, wir wohnen in Wels, wir arbeiten hier in Wels, wir gehen auch in Wels fort. Das ist unser kultureller, unser wirtschaftlicher Raum und wir wollen hier mitgestalten. Wie ist die Idee zum Lebensraum Wels entstanden? Wir sind immer wieder zusammengesessen und es ist so, dass Sie kennen das, wenn man am Stammtisch sitzt und sich beschwert über verschiedene Projekte, die gescheitert sind oder die mangelnde Gesprächsbereitschaft verschiedener institutionellen Einrichtungen. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir was. Nicht? Und so hat sich der Direktor der Raiffeisenbank, der Herr Hippmann von der Tanzschule, der immer sehr engagiert ist, die Frau Zahnmeier mit ihrem Wölsblech, der Herr Kammerstädter, der auch immer wieder Investitionsprojekte vorhat und ich aufgrund einer gewissen auch kommunalpolitischen Erfahrung gesagt, fangen wir mal an und geben wir uns selbst ein Dach, unter dem wir uns versammeln und schauen wir mal, was rauskommt, wenn wir die Bürgerinnen und Bürger zum Dialog einladen und das nicht nur vor den Wahlen, sondern permanent. Wir haben einmal, um zu starten, uns drei Themen angenommen. Das eine ist naheliegend, Wels an der Traun. Wir haben das sogar auf unserem sozusagen Stadtwappen, ist der Fluss dargestellt. Wir nutzen ihn zu wenig. Lebensraum Traun ist unser erstes Thema. Unser zweites Thema ist innerstädtische Plätze. Es gibt da eine ganz interessante Innenstadtagenda, Überlegungen schon, wie wir die Städte im innerstädtischen Bereich wieder beleben können. Uns gefällt natürlich ein Kaiser-Josef-Platz, wo man vielleicht auch mehr ist als ein Busabstellplatz. Also das gehört wirklich intensiv genutzt. Und als drittes Thema auch die räumlichen Ressourcen, die sich bieten, wie Messegelände Wels. Wäre doch schade, wenn dieser so wunderbare innerstädtische Raum nicht genutzt wird. Das muss ich vorstellen, beginnt eigentlich bei der Stadthalle, die nicht meines Erachtens nicht ausreichend bespielt ist, wo es Möglichkeiten gibt, auch so etwas Kulturelles einzurichten, wie es beispielsweise der Schlachthof oder der Sunset ist, wo man wirklich viele, viele Leute nach Wels bringt, die sonst nicht nach Wels kämen. Das heißt, es ist ja vielfach Infrastruktur da, was ein bisschen fehlt, ist vielleicht die Fantasie oder auch Gehirnschmalz. Also eine Innenstadterweiterung. Eine Innenstadterweiterung und das geht ja dann auch wunderbar in den Lebensraum Traun über. Also wir hätten ja unglaublich viele Möglichkeiten, über die uns andere Städte beneiden. Und insgesamt schlecht ist schon geworden, dass sehr viel sozusagen von der Stadt selbst gemacht wird und private Initiativen kaum durchdringen. Wenn man seine Vorschläge unterbreitet, dann nimmt sich der mächtige Apparat dem an und irgendwann erstickt oder erlahmt die Bereitschaft und dann kommt nichts mehr. Und ich glaube, dass man aus diesen Gründen vielleicht immer wieder anstoßen, nachstoßen sollte, dass der Stein, der ins Wasser geworfen wurde, dann auch tatsächlich weiterverfolgt wird. Herr Doktor, letzte Frage. Werden Sie bei der nächsten Wahl für das Bürgermeister antreten? Die Chance habe ich gehabt. Ich habe schon dreimal verloren. Das reicht. Danke.